endlich kriege ich so ein Vieh mal auf den Schirm. Der Goldregenpfeifer, soweit ich das jetzt hier im Display richtig erkennen kann. Die Lichtverhältnisse sind schlecht. Ich sehe, dass der Vogel drauf ist. Ich kann leider nicht erkennen, ob es der Mornel oder der Goldregenpfeifer ist. Alles weitere dann an Details mache ich per Voice-Over. So, die Querung des Lucian steht an oder so ähnlich. Ich spreche das Zeug ja immer falsch aus. Steht schon so in meinem Reiseführer, dass man das Ding wohl quasi immer queren muss. Die Kollegen, die vor mir aufgebrochen sind, sind gerade ein ganzes Stück Fluss aufwärts gelatscht. Mussten dann aber doch auch durchs Wasser. Heißt, diesmal bin ich schlauer als letztes Mal. Ich fahre mir einen riesigen Umweg, weil ich komme da eh nicht trocken rüber und mache gleich mich startklar zum Queren. Es hilft alles nichts. Also diesmal trifft es mich zwar hart, aber wenigstens nicht unvorbereitet. Ja, also das war jetzt gerade der Sadistenfluss. Da quert man den nämlich. Und dann freut man sich, dass man ihn gequert hat und dass es alles problemlos ging. Und trocknet seine Füße ab und verstaut seine Querungsschuhe wieder. Und zieht seine Schuhe wieder an und seine Hose zieht man natürlich auch wieder an. Und dann geht man 70 Meter über die nächste Buckelkuppe. Dann ist da noch ein Fluss, den man queren muss. Ah! Wie böse ist das denn? Das ist fies. Keiner kommt auf die Idee, da mal ein Schild hinzustellen, was darauf hinweist. Ich gebe zu, die Dinger sind beide auf der Karte. Aber auf der Karte sind beides nur so kleine Rinnsale. Also das kann alles sein von dem Fluss, den man queren muss. Bis hin zu so einem ganz dünnen Ding, was sich gut für Trinkwasser eignet, wo man aber problemlos rüberhüpfen kann. Also, das kartentechnisch, das hilft einem da nicht wirklich weiter. Na egal. Die beiden Kollegen aus der Schweiz sind jetzt frustriert und liegen jetzt in der Sonne und chillen. Ja, ich war kurz davor, mich dazuzulegen, aber ich will ja jetzt doch noch mal ein bisschen weiterkommen. So, und das mache ich jetzt auch. Thank you.
Wir erreichen wieder die Baumgrenze. Kurz darauf wahrscheinlich auch die Waldgrenze. Denn es geht jetzt runter ins Tal zum großen Fluss, darüber und dann auf der anderen Seite wieder hoch. Wobei ich vermute, tendenziell eher so in die Richtung. Also da diesen Kamm entlang. Zumal da hinten auch irgend so was Hüttenartiges ist. Ich zoom's mal ran. Ich könnte mir vorstellen, dass da dann früher oder später mal der Weg hinführt. Was ist denn das? Okay, keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Werden wir sehen. Also ich muss jetzt da durch, deswegen aus aktuellem Anlass nochmal die Regeln zur Flussquerung. Regel Nummer 1, Stöcke. Regel Nummer 2, Hose ausziehen. Reihenfolge ist unerheblich. Regel Nummer 3, irgendwas am Fuß haben. Regel Nummer 4, leicht schräg zur Strömung. Und langsam und vorsichtig, ganz langsam und vorsichtig. Das Ding hat's in sich, das ist nicht ungefährlich. Tada! Tada! Haha! Wenn war's hier? Ja, also so ein klein bisschen Abenteuerurlaub ist das schon. Also das muss man schon echt sagen. Meine Fresse. Wäre das jetzt eben schief gegangen, dann würde jetzt hier so ein Ben ankommen. Hui, Flatsch. Und weg ist er. Da. So, und hier jetzt ein paar exklusive Aufnahmen für diejenigen, die sich in den Kommentaren gerne beschweren, dass ihnen die Bäume fehlen. Bitteschön, Bäume. Unglaubliche Artenvielfalt in so einem, ja, ganz nah am Fjellwald mit sogenannter Fjellbirke. Ist es die gleiche Birke wie unsere, nur wächst sie halt sehr klein, krüppelig, krumm und schief und bildet so gut wie nie einen geraden Stamm aus, ist forstwirtschaftlich quasi überhaupt nicht zu gebrauchen, dafür sehr schön. Ja, so viel zum Thema Bäume fürs Erste. Ja, also hier sieht es jetzt irgendwie aus, als sei ich plötzlich auf einen Campingplatz gekommen, so gefühlt. So, gepflegter Rasen, schöne große Feuerstelle, jede Menge Platz für massenweise Zelte. Ja, öfter mal was Neues. Man beachtet die interessanten Hütten da hinten. Weiß nicht, was mit denen auf sich hat. Interessant sind sie in jedem Fall. Nee, aber ich bleibe jetzt auch nicht hier. Aber die scheinen auch teilweise, die sehen zwar erstmal auf den ersten Blick baufällig aus, aber wenn man sich dann mal zum Beispiel hier zwischen den Bäumen diese Luke anguckt, die da durchluckt, das sieht dann wiederum so aus, als wäre das schon noch irgendwie begehbar und intakt. Naja. Und hier haben wir jetzt tatsächlich auch das dazugehörige Gebäude zu dieser eigenartigen Wiese vorhin. Es handelt sich hier um eine Heumatscheune, die aus besagter Fjellbirke, die wir auch gerade gesehen haben, besteht. Das kann man daran erkennen, dass keiner der verwendeten Stämme hier absolut gerade ist. Es handelt sich also um eine sehr luftige, löchrige Konstruktion. Wäre miserabel geeignet, um da drin jetzt zu wohnen, weil es halt wahnsinnig durchzieht. Aber
Für Heu, das trocknen soll, ist so eine Bauweise natürlich ideal. Und da kann man sich eigentlich gar kein besseres Baumaterial als die gute Fjällbirke wünschen. Natürlich ist das eine historische Heumahtscheune. Gut, man könnte die heute schon auch noch nutzen, aber das macht keiner mehr so wirklich. So mitten im Nirgendwo, das lohnt sich wirtschaftlich gesehen mal wieder nicht. Interessant ist noch das Dach. Denn das besteht unten aus Birkenrinde, also um das Ganze einigermaßen wasserdicht abzudichten. Und was da oben drauf liegt, ist Torf. Wie man auf dem Schild neben der Hütte lesen kann, hält so ein Torfdach, sofern es denn gut gebaut ist, ungefähr 50 Jahre. Und das war wohl die verbreiteste Dachform in der Umgebung, wo auch eben halt diese Hütte steht. Finde ich eine tolle Konstruktion. Kann man sich fast mal merken, falls man von Zombies angegriffen wird und in einer Hütte im Wald leben muss und ein Dach braucht. Ein Bild noch, dann halte ich auch wieder die Klappe. Und zwar das hier sind die dazugehörigen Häuser zu dieser Scheune, die ich euch gerade gezeigt habe. Und zwar ist das die ja inzwischen aufgelassene Siedlung Klinken. Man schreibt sie so, ob man sie so ausspricht, weiß ich natürlich nicht. Das hat wohl die Familie Bachmann gegründet, dieses Dörfchen in Anführungszeichen. Es handelt sich um einen Hof, ein Ehepaar mit 7 Kindern und das muss wohl Anfang des 19. Jahrhunderts gewesen sein. Allzu lange haben sie da wohl nicht gelebt, weil völlig abgeschieden von allem, quasi ein Aussiedlerhof. Wir befinden uns hier immer noch mitten im Nirgendwo. Das ist ohnehin erstaunlich genug, dass hier irgendwer mal gesiedelt hat. Und die sind dann wohl nach Iowa in den USA logischerweise ausgewandert und waren dann weg. Danach kam noch irgendeine schwedische Familie hinterher, hat dann auch noch eine Zeit lang da gelebt und ist dann aber wohl auch woanders hin umgezogen. Und weg waren sie. Aber interessant sind natürlich einfach diese Gebäude. Die kann man wohl auch in irgendeiner Form besichtigen, aber mir hat dafür natürlich jetzt wieder die Zeit bzw. vor allen Dingen die Kraft und Motivation gefehlt, um noch ein ganzes Stück zu laufen, um über eben diesen Fluss da drüber zu kommen, der mir hier im Weg ist. Also dieses Ding hier ist laut Karte ein Windschutz. Also da, wo ich herkomme, ist das eine 1A Rasthütte. Aber okay, gut, es ist ein Windschutz. Ja, soll mir recht sein. So, hier haben wir die Brücke, auf die ich die ganze Zeit zusteuere. Die existiert also tatsächlich. Na toll, ich hab schon gedacht, ich muss noch mal warten. Und theoretisch könnte ich hier jetzt Schluss machen für heute. Ich mache auf jeden Fall Pause, aber eigentlich will ich noch weiter. Also wenn jetzt nicht noch irgendwas Gravierendes, Dramatisches geschieht, dann gehe ich noch ein bisschen weiter. Lass mal in Ruhe jetzt die Karte checken, ganz ausführlich und mal schauen, was denn so als nächstes kommt. Also es geht wieder bergauf logischerweise, weil hier unten Fluss, tiefster Punkt, geht gar nicht anders als bergauf. So viel ist eindeutig. Wie spät haben wir es? 4:45. Ja, da wäre schon noch Zeit. Wenn ich noch so eine Stunde oder zwei mache, 1,5 wäre ein guter Kompromiss. Erstmal noch ein bisschen ausruhen. So, an dieser Stelle verlasse ich wieder den Wald. Also da komme ich jetzt her. Und es geht wieder hoch ins Fjell und davor noch einmal das Panorama. Also da war ich jetzt zwar nicht oben drauf, aber da hinten auf dem Kamm schon unterwegs. Das ist wirklich immer doch relativ motivierend, wenn man so weit gucken kann. Ach ja. Ich werde mir dann oben auf dem Fjell relativ zeitnah ein Nachtlager suchen. Ich wollte jetzt eigentlich diesen krassen Anstieg und der ist echt schlimm. Von unten vom Fluss ist natürlich im Tal, kann man sich ja denken. Da komme ich her und die Seite ist quasi genauso hoch wie die da drüben. Also das ist schon ordentlich, was man da ansteigt. Und da kann man noch vielleicht eventuell den Wasserfall erkennen. Und oberhalb von dem habe ich ja queren müssen. Also das ist die Stelle, wo dieses große, diese Eiswand gewesen ist. Ist schon krass, wenn man da so zurückgucken kann. Und da war man gerade eben erst gefühlt.